Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, zur Frage des Schreckens. Haben Sie bestimmt schon häufig gehört. Sie sagen, Sie wollen Soziologie studieren und da fragen die Leute auch tatsächlich, was ist denn das? Oder Sie studieren es sogar schon. Und da erwartet man ja auch eine Antwort. Echt schlimm. Also, und das hat sie hierher getrieben. Also das, diese Frage hat sie hierher getrieben, ja, zu diesem YouTube-Video. Und ich, ja, Sie werden da 1000 andere Videos auch finden. Ich weiß es, wenn 1000 Dinge finden, 1000 Erklärungen, Definitionen, sich komplizierte Sachen. Ich versuche es einfach zu machen und Ihnen ein bisschen zu helfen dabei, bei dieser Frage. Was ist Soziologie? Und jetzt weiß ich, in der Schule, da kriegen sie immer Definitionen erzählt. Also, zum Auswendiglernen. Hier, pass mal auf, hier lernt man hier diese 20 Seiten auswendig. Bis morgen. Bis morgen müsst ihr das aus. Nein, also 1000 Definitionen, Fotz und Feuerstein. Und man fragt sich was. Ich werde es kurz fassen. Also, ich habe auch eine Definition. Ja, es tut mir leid. Ist aber auch das einzige Mal. Ich werde es nie wieder tun, okay? Das ist jetzt die einzige Definition. Und ja. Die hilft mir jetzt so ein bisschen. Und das kann man verstehen. Also man muss das nicht auswendig lernen. Man kann das verstehen, worum es geht. Und dann ist gut. Sie können es natürlich auch auswendig lernen. Wenn das nächste Mal jemand fragt, was ist denn Soziologie? Hä? Dann sagen Sie, Soziologie ist eine empirische Wissenschaft zur systematischen Hinterfragung von objektiver Kultur. Ja, da ist dann auch meistens Schluss mit der Fragerunde und Sie haben Ihre Ruhe. Oder... Sie versuchen das zu erklären. Das macht ja sowieso nur bei Sinn. Wissen Sie, kein Mensch wird ja jemals fragen, was ist denn Medizin? Oder was ist denn Rechtswissenschaft oder so? Oder was macht denn so ein Pfarrer? Das fragt ja keiner. Das wissen die Leute nämlich. Also da scheint es irgendwie jeder zu wissen. Bei Soziologie weiß es keiner. Es ist irgendwie komisch. Das hat auch einen Grund. Kommen wir noch zu. Aber ist halt so, gell? Dieser Aufgabe müssen wir uns stellen und das machen wir jetzt mal. Okay, also was werde ich tun? Ich werde jetzt mal Ihnen sagen, was das ist. Und noch viel wichtiger, das wird nämlich die zweite Frage sein bei Leuten, die sich echt dafür interessieren. Für was soll das eigentlich gut sein? Wollen wir einen Grund haben, dass man das macht? Geht ja nicht irgendwie darum, dass man sich irgendwie geil vorkommt oder so, sondern muss ja auch irgendwie einen Sinn machen. Okay, dazu dieses kleine YouTube-Video. Soziologie ist eine empirische Wissenschaft. Das heißt, also es ist nicht so, dass Soziologinnen und Soziologen da sitzen und sich mal ein bisschen so Gedanken machen, wie das so sein soll oder so. Sondern empirisch heißt, wir messen. Wir schauen uns die Sachen an. Und alles, was wir machen, ist messen. Das kennen Sie aus der Physik. Das haben Sie in der Schule gemacht, ich glaube, 8. Klasse. So ein Schlitten auf so einem Ding lässt man los und dann beschleunigt der Pauker mit der Stoppuhr, misst, wie lange das dauert. Und ratzfatz, zwei im Sinn, eben kurz ausgerechnet, schon haben wir verstanden, was Beschleunigung ist. Nach Newton. Weil man es gemessen hat. So Pi mal Daumen. Immer mal wieder und immer mehr. Und merken Sie schon, ja, ein bisschen Statistik im Spiel, nähert man sich immer so mehr der Wahrheit an und dann ist das halt so. Okay? Nur bei uns nicht ganz so einfach. Also ja nicht so, dass... ist schwieriger. Also wir messen natürlich nicht, wie irgendwelche Federn oder Steine fallen oder wie sie Schlitten beschleunigen. Wir haben andere Sachen, aber wir messen. Okay? Deswegen Soziologie ist eine empirische Wissenschaft. Also wenn irgendwie einer was sagt... das ist so und so, oder ich sag, das ist so, dann fragen Sie oder der Soziologe fragt, ja, hast du dazu Daten? Kannst du das irgendwie belegen? Gibt es da irgendwie was oder so? Und ist schon wichtig, ist echt wichtig. So, zweiter Punkt. Zur systematischen Hinterfragen. Was heißt Systematik? Systematik heißt, wir messen nicht irgendwas, sondern wir haben schon einen Grund, warum wir was messen. Und warum wir was wissen wollen. Und dieser Grund ist meistens, theoretischer Art. Aber wir haben eine Theorie, wie was wahrscheinlich ist. Und dann fangen wir an zu messen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann misst man halt und guckt, ob es stimmt. Das ist jetzt ein kleines Problem, weil dann stimmt es bestimmt. Das haben Sie auch schon mal gehört. Das nennt man in der Psychologie eine Self-Fulfilling Prophecy. Beispiel. Sie denken, Ihr Nachbar ist ein Arschloch.
Sie ziehen irgendwo neu hin und denken, okay, der Nachbar ist ein Arschloch. Wenn ich den schon sehe, das ist klar, das ist ein Arschloch. Dann behandeln sie den auch so, dann grüßen den nicht und gucken blöde oder drehen ihre Musik laut auf und sagen, okay, weil ist ja eh ein Arschloch. Mit dem kann man eh nicht reden. Und ja, merkwürdigerweise verhält er sich dann auch so. Aber nicht, weil er ein Arschloch ist oder so, sondern weil sie gedacht haben, dass er so einer ist und er das gesehen hat, dass sie das denken an ihrem Verhalten. Und er verhält er sich auch so. Und dann sehen sie jetzt aber, haha, ich hab's gleich gesagt, gell, das ist ein Arschloch. War mir von vornherein klar, guck dir jetzt an, wie der sich benimmt. Das nennt man eine self-fulfilling prophecy. Und so ist das aber auch in der Wissenschaft. Wissen Sie, wenn Ihnen klar ist, dass das so und so ist, dann fangen Sie an zu messen und dann sehen Sie das, was Sie sehen wollen. Und dann ist das auch so. Und das dürfen wir nicht machen. Und deswegen müssen wir auch methodisch ein bisschen fit sein. Also systematischer Hintergrund heißt, wir haben Theorien, die wir empirisch und zwar ordentlich und sauber oder wie man so schön sagt, valide und objektiv hinterfragen. Das ist unser Punkt. Und das, was wir da hinterfragen, das ist objektive Kultur. Jetzt werden Sie ja gut, Kultur, was ist Kultur? Habe ich jetzt gar keine. Doch, Bilder an der Wand, Kultur und Musik spielen und so. Denken Sie jetzt. Aber nee, Kultur ist viel mehr. Also Kultur ist eigentlich alles, was nicht so natürlich ist. Also alles, was nicht an den Bäumen wächst, naturgesetzlich ist oder quasi von der Biologie vorgegeben ist, alles das ist eigentlich Kultur. Eigentlich der Gegensatz Natur, Kultur. Und alles, was Kultur ist, das ist unser Gegenstand. Also weil es ist ja auch, kann ja auch anders sein. Es muss ja nicht so sein. Also Bilder können anders aussehen, Musikstücke können anders sein, aber auch Klamotten können anders sein, Haarfrisuren können anders sein, wobei es da biologische Grenzen gibt, unangenehmerweise. Oder alles. Eine Familie kann anders aufgebaut sein, Unternehmen kann anders sein. Wir sagen dazu, ist kontingent. Heißt, objektive Kultur ist kontingent. Und das wollen wir wissen. Das wollen wir messen. Das wollen wir systematisch hinterfragen. Warum ist es denn dann so und warum ist es nicht anders? Das macht Soziologie. Okay, haben wir es schon. Eigentlich gar nicht so kompliziert, gell? Aber Sie werden sich jetzt fragen, machen das andere nicht auch? Und das sind Leute, das sind übliche Verdächtige, die kennen Sie. Die Jura, die Rechtswissenschaft, die machen das so auch. Volkswirtschaft, Geschichte, Politikwissenschaft, Sozialpädagogik, BWL, das stimmt schon. Die befassen sich auch alle mit objektiver Kultur. Also, was weiß ich, das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, oder das StGB, das Strafgesetzbuch, das ist objektive Kultur. Das ist da. Das ist nicht an den Bäumen gewachsen, das ist auch nicht gepflanzt worden, das ist nicht vom Kosmos runtergefallen. Und ehrlich gesagt, hat es auch nicht der liebe Gott jemandem ins Ohr geflüstert. Das haben Leute sich einfallen. Das ist Kultur, genau. Volkswirtschaft, Geschichte, Politikwissen, alles so Dinge, die sich auch mit objektiver Kultur befassen. Sogenannte Kulturwissenschaften. Manche sagen auch Sozialwissenschaften. Was ist jetzt die Besonderheit der Soziologie? Und da kommt's. Wir sind halt empirisch. Haben Sie schon an der Definition gesehen. Das heißt, die Juristerei zum Beispiel ist nicht empirisch, das ist eine Buchwissenschaft. Die gucken, wo was wo steht und wenden das dann an. Das ist schon kompliziert genug, aber die messen nichts. Also die gucken jetzt nicht, wie das dann so abläuft oder so. Das ist nicht deren Job, das ist nicht empirisch. Also wir haben jetzt irgendwie kein Buch, wo wir nachschlagen können und sagen, das muss jetzt so sein. Weil wir gucken immer, wie ist es eigentlich? Wir sind eine empirische Wissen. Das ist echt eine Besonderheit. Und deswegen muss man, wenn man Soziologie studiert, auch so viel Empirie machen. Also Statistik, aber auch qualitative Forschung und qualitatives Praktikum oder empirisches Praktikum, wie das alles heißt. Ist schon wichtig, weil was soll man sonst machen? Also ich meine, das ist das, was Soziologie macht. Wie ich gesagt habe, messen. Was wir auch nicht machen, ist, dass wir sagen, wie was sein soll. Oder wie was richtig ist. Oder wie was schön ist. Oder wie was gut ist, oder wie was sein sollte. Das hat der Max Weber mal schön gesagt. Er hat gesagt, also er ist religiös absolut unmusikalisch. Gell? Er meint,
Das ist dem scheißegal. Also es ist nicht jetzt als Mensch jetzt nicht scheißegal, wie was ist oder so, aber es ist eben nicht Gegenstand der Soziologie, die Dinge zu bewerten. Wir wollen wissen, wie was ist. Oder wie Niklas Luhmann, auch ein bekannter Soziologe, mal gesagt hat, die Dinge sind halt, wie sie sind. Da steckt nichts dahinter. Also die Leute denken schon, dass irgendwas dahinter steckt. Und ist alles okay und es passt, ist schön und gut und gerne, aber eben nicht für uns. Also ist halt so. Aber wenn Sie wissen wollen, ob was richtig ist, ob was gut ist, ob was schön ist, dann müssen Sie woanders hingehen. Die Antworten werden Sie von Soziologinnen und Soziologen nicht bekommen. Und wenn die Ihnen diese Fragen beantworten, dann eben nicht in ihrer Funktion als Soziologinnen und Soziologen, sondern als was weiß ich, was die sonst noch so sind. Gerne kommen wir schon zum nächsten Punkt. Heißt aber nicht, dass die Dinge keine Funktion haben oder keinen Wert haben oder keine Bedeutung haben. Das heißt, die Dinge sind zwar immer anders möglich und es ist auch nicht mehr als es ist und das wollen wir messen, aber wir fragen uns natürlich, warum das so ist. Und diese Antwort auf diese Frage, warum etwas so ist, wie es ist, die ist selber ein Stück Kultur. Total verrückt. Jetzt, wo ich es sage, merke ich erst, wie verrückt. Das ist echt verrückt. Aber das können halt wir. Das ist echt die Besonderheit. Das machen wir. Das macht sonst keine Wissenschaft. Wir sind die Einzigen, die das machen. Und das ist echt, macht auch Spaß. Macht echt Spaß. Und wir können es auch gleich mal ein paar Beispiele machen. Aber warum sollte man das überhaupt tun? Also warum sollte man objektive Kultur systematisch hinterfragen? Ich habe Ihnen hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Der erste Grund ist schon mal, weil wir damit eine gewisse Distanz haben. Eine hoffentlich relativ objektive Distanz zu dem, was passiert. Also wir übernehmen keine Position und sagen, das ist ja richtig so, macht das so. Und wir sagen auch nicht, wir müssen das in Zukunft so und so machen. Also wir sind nicht normativ und wir sind auch nicht teleologisch. Wir sagen, geben keine Ziele vor. Aber wir können deutlich machen, dass die Dinge, wie sie sind, auch anders sein können. Wir können Alternativen aufzeigen. Und wir können sagen, dass Alternativen Vor- und Nachteile haben. Mit dem Aufzeigen von Alternativen kann man Probleme erkennen. Man kann sagen, dass das, was gerade so ist, wie es ist, was wir gemessen haben, vielleicht nur deswegen so ist, wie es ist, weil man andere Alternativen nicht bedacht hat. Und das können wir ja mal machen. Also ist ein schöner Job, mal über Alternativen nachzudenken. Das hilft also nicht nur Probleme zu erkennen, sondern gibt auch Optionen, Probleme zu lösen. Und wenn Sie jetzt also fragen, wenn Sie gefragt werden, Entschuldigung, für was soll das gut sein, können Sie es eigentlich ganz leicht sagen, wir wollen Probleme lösen. Also ich sage es Ihnen ehrlich, wo Leute kein Problem sehen, da brauche ich ehrlich gesagt auch keine Soziologie. Das ist schon immer alles total interessant und spannend. Klar, da kann man, Gott weiß, welche dicken Bücher über Fotz und Feuerstein schreiben, ist okay, kein Problem. Aber so von der gesellschaftlichen Perspektive macht Soziologie eigentlich nur Sinn, wenn sie sich auch in den Dienst der Gesellschaft stellt, also Probleme löst. Und da müssen wir natürlich auch sehen, dass die Leute unterschiedliche Dinge als Problem ansehen. Und auch das müssen wir hinterfragen. Ist das überhaupt ein Problem, was ihr so als Problem definiert? Oder ist nicht, dass ihr das als Problem definiert, das eigentliche Problem und so? Hört sich jetzt schon wieder kompliziert an, ist es aber gar nicht, weil man kann das unterbrechen auf die verschiedenen Ebenen, in der sich so die Soziologie bewegt. Das ist einmal das zwischenmenschliche Verhalten, also das Interaktive, wenn Menschen miteinander reden zum Beispiel, miteinander ins Kino gehen, eine Liebesbeziehung miteinander aufbauen oder sowas. Dann die sogenannte Meso-Ebene, das sind meistens Organisationen, wenn also mehrere Leute, die nicht mehr direkt miteinander interagieren können, weil also zu viele sind oder in unterschiedlichen Orten sitzen, wenn die gemeinsam was tun, wie eine Organisation, eine Universität, oder was weiß ich, McDonald's, IKEA als Organisationen. Das ist auch so eine Fragestellung für Soziologinnen und Soziologen und dann natürlich die Gesellschaft als Ganzes. Was ist zum Beispiel das gesellschaftliche Problem von Klimawandel? Was ist das gesellschaftliche Problem von Armut? Was ist das gesellschaftliche Problem von Migration? Welche Alternativen gäbe es, um solche Probleme, wenn es denn da Probleme gibt, zu lösen? Und wie könnte das aussehen?
Deswegen lernen wir zum Beispiel hier an der Hochschule Hof Soziologie so, dass wir diese drei Ebenen unterscheiden und uns ganz genau mit Interaktion, Organisation und Gesellschaft befassen und den Studierenden hier auch den entsprechenden Background geben, auch aus anderen Disziplinen. Aber das nur by the way, nicht so wichtig. So, ein Problem haben wir, und das möchte ich nicht verschweigen, weil das haben Sie schon gedacht. Sie haben gemerkt, da ist ein Problem bei dem, was ich so erzähle, da bin ich ziemlich sicher. Sie haben gemerkt, dass wir keine Naturwissenschaft in dem Sinn sind, sondern wir sind ja selber Teil der Gesellschaft, die wir beobachten. Soziologinnen und Soziologen sind Teil der Gesellschaft, obwohl sie auch manchmal so tun, als ob sie vom Mars kommen würden oder von der Venus, Außerirdische, die mal eben so diese Gesellschaft besuchen und gucken. Also immer nicht so. Haben ein kleines Problem. Das ist ein methodologisches Problem. Wir können nicht genauso das machen, wie die Naturwissenschaftler das machen. Weil wir uns mit Sinn befassen. Und Sinn, wissen Sie, im Universum hat gar nichts einen Sinn. Das finde ich immer so. Was soll der Sinn des Urknalls sein? Also was soll der Sinn von Gravitation haben? Das ist aber in Gesellschaften anders. Was ist der Sinn von Familie? Und jetzt werden Sie sagen, der existiert halt. Ja, ne? Also ganz einfach, ich bin auch in der Familie groß geworden. Ich habe eine Familie und irgendwas passiert da. So oder so, irgendwas passiert da. Das heißt, wir sind quasi als, an dieser Wissenschaft sind wir, beobachten weiße Mäuse, das sind die quirligen Menschen im Unternehmen, die wir beobachten, aber wir sind ja selber weiße Mäuse. Also in dem übertragenen Sinne, wenn man hier so Tierversuche machen wollte, dann sind wir die weißen Mäuse, die die weißen Mäuse untersuchen, die den Käfig der weißen Mäuse und auch noch das eigene Verhalten als weiße Maus selbst. Das ist methodologisch schwierig, also echt schwierig. Und deswegen ist Empirie wichtig und deswegen ist Theorie wichtig und deswegen ist immer die Hinterfragung der Theorie durch Empirie so wichtig. Wenn wir das nicht machen, wenn wir aufhören, die Dinge objektivieren zu wollen, dann kann man die Soziologie auch sein lassen. Also das braucht man dann nicht. Dann ist es eigentlich sowas wie Theologie oder Volkswirtschaft. War Spaß. Ja, und jetzt dritte Frage. Also erste Frage, was Soziologie ist, habe ich gesagt, eine empirische Wissenschaft zur Hinterfragung, systematische Hinterfragung von objektiver Kultur haben wir geklärt. Warum macht man das? Um Probleme zu lösen. Was ist dazu notwendig? Natürlich alles, was man so im Studium lernt. Also Methoden vor allen Dingen, soziale Kompetenzen und Theorie. Aber ich habe noch ein paar andere Dinge, die mir so die Erfahrung lehrt, die außerordentlich wichtig sind. Das erste ist, Sie sollten neugierig sein. Und dieses Wörtchen warum, das sollten Sie immer im Kopf haben. Also wenn Ihnen irgendjemand was sagt, das ist so und so, fragen Sie warum. Und wenn er sagt, das und das, das und wegen, dann fragen Sie, warum das, warum nichts anderes. Das ist so quasi so der ewige Geist des Verneinens, Mephisto. Das ist ein schönes Bild, fällt mir gerade ein. Sie sollten aber auch Freude daran haben, Leute zu beobachten, Sachen zu beobachten. Wenn Sie an der Tankstelle sind, beobachten, was passiert da jetzt gerade. Wenn Sie einkaufen gehen, an der Kasse, gucken, was passiert jetzt hier gerade. Wenn Sie im Unternehmen, in einer Teamsitzung sind, fragen, was passiert hier, was machen die hier gerade. Das ist echt wichtig. Das dann kritisch hinterfragen. Warum machen die das denn so? Warum machen die das nicht anders? Ist das vernünftig, das so zu machen? Ist das funktional, das, je nach Theorie, funktional, das so zu machen? Könnte man das nicht auch anders machen? Was würde passieren, wenn man es anders machen würde? Und der entscheidende Punkt, Sie ahnen es, weil man ja selber eine weiße Maus ist, die man mitmacht, muss man sich selber da auch hinterfragen und fragen, ja gut, warum mache ich das dann jetzt so? Okay? Dazu gehört etwas, ein altbackener Begriff, glauben Sie es mir, aber ich finde ihn gut, Demut. Das heißt, glauben Sie mir, ich kenne viele Leute in diesem Gewerbe, fangen Sie nicht an, überheblich zu werden, nur weil Sie die Dinge vielleicht ein bisschen besser durchschaut haben. Fangen Sie nicht an, den Leuten zu erklären, wie ihr Leben läuft. Fangen Sie nicht an, zu sagen, was richtig ist, nur weil Sie so schlau sind. Zwingen Sie niemandem Ihre Erkenntnisse auf. Das hat niemand besser gesagt, meiner Meinung nach, als Tucker Parsons, amerikanischer Soziologe, der mal Soziologie so definiert hat,
Ich lese es Ihnen mal vor. We have decided to take the point of view of the observer and the integrative cell. Das hört sich jetzt total verrückt an, weil es eine verrückte Theorie ist. Aber heißt, unser Job ist nicht, eine Gesellschaft zu spalten oder Probleme zu schaffen. Unsere Aufgabe ist, unser Job ist, die Gesellschaft zu einen, ihnen Lösungsmöglichkeiten zu zeigen und die Gesellschaft zu integrieren. Und wenn wir das vernünftig machen und wenn wir das auch überhaupt angehen so, dann werden auch alle sagen, ja, das brauchen wir schon. Also so ein bisschen Soziologie ist echt wichtig. Nicht nur in der großen Gesellschaft, manchmal auch einfach in einem Unternehmen und sehr häufig auch in der Familie oder so. Ja, das war die Sache für Soziologie. Und wenn Sie es studieren wollen, kommen Sie doch einfach zu uns. Wir haben einen Studiengang Wirtschafts- und Organisationssoziologie an der Hochschule Hof. Schauen Sie sich's an. Ja, wir bringen Ihnen das bei. Kann man lernen und macht echt Spaß. Also wenn Sie was studieren wollen, was Spaß macht. Letzter Punkt, Soziologie. Also wenn Sie einer fragt, warum machst du Soziologie? Was ist das überhaupt? Dann sagen Sie, das ist das und das. Und wissen was? Das macht nämlich Spaß. Klasse. Tschüssi.